wichtig heute. Und damit gehen wir direkt zur Einwohnerfragestunde. Und wie ich es eingangs schon bei der Begrüßung gesagt habe, würde ich jetzt die einzelnen Bürgerinnen und Bürger aufrufen, ihre Frage zu stellen. Und dann würden wir die beantworten. Und wir beginnen, und ich darf nach vorne bitten, den Herrn Karl-Heinz Kühnel. Ist Herr Kühnel da? Also, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bekommt er es schriftlich beantwortet. Die Frau Carmel Kiewan ist, glaube ich, nicht da. Die hatte sich entschuldigt gehabt. Dann darf ich als Nächstes fragen, ist Frau Christine Müller da? Ja, bitte. Dann kommen Sie entweder ans Saalmikrofon oder hier nach vorne und stellen Ihre Frage. Und dann als Nächstes darf ich nach vorne bitten, Familie Pokoy. Ist da jemand da? Familie Pokoy? Dann kommen Sie. Wie Sie wünschen. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier auch sprechen darf. Es geht um ein Reparatur der Kottmarstraße in Dresden-Rochwitz, Höhe Kottmarstraße 5, 7, 9. Wir kämpfen nun schon seit 40 Jahren um die Reparatur der Kottmarstraße. 40 Jahre. Die Straße wurde asphaltiert ungefähr 1940. Dann kommt die DDR, da war das schon ein Flickenteppich. Und dann kommt diese Bauphase von dem Altenheim Kottmarstraße, Wachbergstraße. Und diese Baumaßnahmen haben dann diese Kottmarstraße total zerstört. Es wurden auch Bordsteine eingesenkt, unsere Zaunsäulen wurden in Schieflage gebracht. Und uns wurde, also mein Schwiegervater, der ist ja dort groß geworden, ich habe ja dort eingeheiratet, und mein Schwiegervater, dem wurde mündlich, leider nur mündlich versprochen, dass diese Straße repariert wird und alle anderen Schäden auch. Nur mündlich, und es ist nichts geschehen, null. Heute kriege ich Antworten vom Straßen- und Tiefbauamt, Antworten, die vermuten einer Korruption oder Inkompetenz, keine Ahnung. Ich kriege Ausreden, es war kein Asphalt vorhanden, es ist nur eine unbedeutende Nebenstraße, obwohl das Altenheim dort bedient wird mit Rettungswagen. Unsere ganze Kottmarstraße, die ganze Versorgung, Müllautos, geht alles über diese Straße. Und Sturzgefahr. Sturzgefahr dieser Heimbewohner. Wir haben schon sehr oft erste Hilfe geleistet. Wir haben sogar schon mehrfach gestürzte Bürger mit ihren Rollator aufgehoben, die, wer weiß, wie lange schon ohnmächtig dort lagen. Das wird alles ins Lächerliche gezogen, habe ich manchmal das Gefühl. Ich habe gerade mehr ernst genommen vom Straßen- und Tiefbauamt. So, jetzt mal eine Frage, wann wird die Straße gerichtet? Auch hier übernimmt die Beantwortung der Baubürgermeister Herr Kühn. Sehr geehrter Pokoy, ich habe mit die Straße oder noch nicht persönlich in Augenschein nehmen können, aber wenn man den Schriftwechsel sieht, wird ja spätestens seit 2003 ein umfangreicher solcher geführt mit Ihnen, wo auch die Sach- und Rechtslage erläutert wurde. Das Thema hat der Straßenbaulastträger, also Straßentiefbauamt, auch vollumfänglich beantwortet. Das Amt kann nur nach der Leistungsfähigkeit seinen Aufgaben nachkommen und nach den zur Verfügung stehenden Mitteln. Wir haben jährlich Abschreibungen von Höhe von 50 Millionen Euro für die Verkehrsinfrastruktur. Und das wäre eigentlich der Bedarf, den man jährlich investieren müsste. Wir haben in
nie im Haushalt einordnen können. Wir machen gerade eine aktuelle Straßenzustandsbefahrung in ganz Dresden und der Bedarf ist eigentlich noch höher. Die Kottmarstraße ist zu ihrem Leidwesen natürlich eine sehr untergeordnete Straße von der Verkehrsbedeutung her und erschließt lediglich drei Anwohnergrundstücke, also Straßenabschnitt 70 Meter lang, und das Seniorenheim, das wissen Sie auch, ist über die Wachbergstraße formal erschlossen. Wir haben dort eine schottergebundene Schicht und ein gepflastertes Gerinne. Es gibt also keine Straßenentwässerung. Die Lösung kann nicht sein, einfach nur Asphalt aufzubringen, denn dann hätte das zur Folge, dass das Niederschlagswasser nie abfließen kann und dann zum Beispiel bei Ihnen in die Anwohnergrundstücke fließt. Gefahrenstellen sind bisher nicht ausgemacht worden. Die Straßenaufsicht kontrolliert regelmäßig. Da ich aber der Meinung bin, sowohl Ihre Zeit als auch die Zeit der Behörden sollten eigentlich nicht seit 20 Jahren mit Briefe schreiben, sozusagen ausgefüllt werden, können wir uns gerne nochmal zu einem Vortermin verabreden. Aber wie gesagt, die Herausforderung ist, wir haben eine lange Liste an Straßen, die dringend sanierungsbedürftig sind im Hauptstraßennetz. Ich denke nur an die Stauffenbergallee, wo wir jetzt demnächst eine Vorlage einbringen werden, bis eben die kleinen Anliegerstraßen, und das Tischtuch ist an der Stelle zu kurz. Aber wir gucken uns das nochmal gemeinsam an, weil ich gerne vermeiden würde, dass wir uns, dass Sie uns oder wir Ihnen sozusagen weiter hin und her Briefe schreiben. Aber von der Priorisierung ist klar, die Hauptstraßen sind als erstes dran, die die größte Verkehrsbedeutung haben. Und ja, da sind nicht alle Wünsche im Bereich der Anwohnerstraßen leider erfüllbar. Das muss man einfach so ehrlich sagen. Aber vielleicht können wir uns so vereinbaren. Ja, dann könnten Sie da einen kompetenten, wie sagt man, Straßenbauingenieur mitbringen. Es geht um die, Sie haben hier wieder Ausreden mit Oberflächen, Wasser und so weiter. Also da kann ich Ihnen eindeutig das Gegenteil sagen. Wir gucken uns das vor. Und kein Geld ist auch keine Ausrede. Es ist, da schicken Sie eben ein Panzer weniger in die Ukraine. Und dann Oberflächenwasser. Und dann diese Nebenstraße, wohlgemerkt. Die ganze Kottmarstraße samt Altenheim wird versorgt über diese Straße. Die Rettungswagen kommen alle dort durch, weil die sagten hier, das stimmt nicht, die haben gesagt, das geht über die Wachbergstraße. Nein, die geht alles über die Kottmarstraße. Deshalb habe ich ja gesagt, bevor Sie in bilaterale Gespräche eintreten, machen wir das vor Ort und Stelle. Ja. Kollege hat das angeboten, wird mit Fachkompetenz dann auch da sein. Und Panzer haben wir in unserer Ausgabeportfolio hier als Stadt bisher nicht. Ja, aber. Also wir haben bisher Busse nach Butscha geliefert, aber keine Panzer, genau. Wir machen einen Termin. So, als nächstes darf ich aufrufen Frau Dana Seifert. Ist Frau Dana Seifert da? Dann bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Dana Seifert und ich bin seit 2001 im Gesundheitswesen tätig und möchte Ihnen zum Thema verabreichte Covid-Impfdosen in städtischen Impfzentren folgende Frage stellen, da uns das besonders freitags immer interessiert. Wie viele Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertimpfungen wurden in den städtischen Impfzentren in einzelnen Monaten seit Dezember 2020 jeweils verabreicht? Wie lange dauerte ein Aufklärungsgespräch im Durchschnitt? Wie viele Menschen entschieden sich während bzw. nach dem Aufklärungsgespräch gegen eine Impfung? Wie viele Impfnebenwirkungen sind dem Gesundheitsamt zur Kenntnis gebracht worden bzw. der zuständigen Behörde? Wurden dort anerkannt und von wem entschädigt? Die Beantwortung übernimmt Frau Kollegin Dr. Kaufmann. Ja, vielen Dank, Frau Seifert, für Ihre Frage. Wir haben nur ein kommunales Impfzentrum, was sich im Rathaus in der Goldenen Pforte befand und vom Dezember bis März 2021 bis 2022 und damit 4 Monate tätig war. In dieser Zeit haben wir erst 2 Dritt- und Viertimpfungen durchgeführt
und zwar in der Summe 9.801 Impfungen. Im Dezember waren es 69 Impfungen, im Januar 4.648 Impfungen, im Februar 3.244 Impfungen, im März so dann 1.840 Impfungen. Das größte Interesse galt der dritten Impfung. Mit über 6.079 Impfungen machte sie 62% aus. Immerhin eine vierte Impfung erfuhren 436 Personen und damit 4,5%. Sie fragten des Weiteren zu einem Aufklärungsgespräch und hier dessen Durchschnitt. Wir haben geplant, dass ein Aufklärungsgespräch im Schnitt 10 Minuten dauert. Hierbei gilt es zu bedenken, dass unterschiedliche Personen natürlich ein unterschiedliches Aufklärungsinteresse hatten, was Vorerkrankungen und Ähnliches betrifft, sodass das also eine Zeit war, mit der wir geplant haben. Es gab Gespräche, wo keine Aufklärung notwendig wurde und natürlich Gespräche, die eine längere Aufklärungsdauer benötigten. Wichtig ist, dass die Ärztinnen und die Ärzte entsprechend ihrer Berufspflicht diese Aufklärungsgespräche umfassend durchgeführt haben. Eine zeitliche Erfassung indes erfolgte aber nicht. Von den 9.801 in der Goldenen Furte durchgeführten Impfungen waren 87,5% und damit 8.579 Zweit-, Dritt- und Viertimpfungen. Diese Impfungen benötigten nur sehr kurze Aufklärungsgespräche oder gar keine Aufklärungsgespräche. Also hier gab es eine andere praktische Zeitnotwendigkeit, aber natürlich auch hier haben wir im Schnitt 10 Minuten pro Aufklärungsgespräch eingetaktet. Es entschieden sich des Weiteren 254 Personen nach dem Aufklärungsgespräch, was eine Ärztin oder ein Arzt mit ihnen geführt hat, gegen eine Impfung. Auch hier sind das 2,6% exakt. Nach dem Impfangebot im Rathaus gab es, oder neben dem Impfangebot im Rathaus, gab es ab dem 11. Februar eine sogenannte unabhängige Impfberatung, die wir als Kommune organisiert und durch Ärzte angeboten haben. Hier wurde es möglich, dass unabhängig eines Impftermins eine anonyme Beratung stattfinden konnte über das Telefon oder vor Ort. Ganz bewusst haben wir uns an dieser Stelle entschieden, dass es eine räumliche Trennung zwischen Impfangebot und dem Beratungsgespräch gibt, sodass also an dieser Stelle sehr unabhängig aufgeklärt werden konnte über Nutzen und Risiken einer Corona-Impfung. Da alles sehr anonym erfolgen sollte, ist auch seitens des Amtes für Gesundheit und Prävention nicht nachzuvollziehen, wie viele Bürgerinnen und Bürger sich nach diesem Aufklärungsgespräch gegen oder für eine Impfung entschieden haben. Sie fragten des Weiteren, ob uns Impfnebenwirkungen und wenn ja, wie viele zur Kenntnis gebracht wurden und wurden diese anerkannt oder von wem entschädigt. Seit Jahresbeginn 2021 mit Datenstand dann 31. Mai 2022 wurden der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen, der LUA, insgesamt 86 Verdachtsfälle einer über das übliche Maß hinausgehenden Impfnebenwirkung nach einer Covid-Impfung gemeldet. Das bedeutet, dass hier alle Meldungen sämtlicher Impfstellen in der Stadt, einschließlich der Krankenhäuser, niedergelassener Ärztinnen und Ärzte, Betriebsärzte und natürlich des kommunalen Impfzentrums kompakt zugegangen sind. Diese 86 Meldungen umfassen also insgesamt die Stadt Dresden. Von diesen 86 Fällen wurden 39 als schwerwiegend
nach § 4 Absatz 13 des Arzneimittelgesetzes eingestuft. Zusätzlich wurden 6 Fälle als eventuell schwerwiegend eingeschätzt, da bei diesen Fällen die Möglichkeit für eine dauerhafte Beeinträchtigung prinzipiell gegeben war. Eine genauere Einschätzung anhand der verfügbaren Daten jedoch nicht möglich war und ist. 41 Fälle wurden demzufolge als nicht schwerwiegend von diesen 86 bewertet. Dem Amt für Gesundheit und Prävention liegen keine Informationen und Kenntnisse vor, ob eine Entschädigung erfolgt ist. Ich darf mal da oben auf die Tribüne fragen, ob Sie eine Filmerlaubnis haben, wenn Sie hier... Das ist noch lange nicht in der Presse, heißt noch lange, diese Film dürfen. Das wird man dann gerne mal kontrollieren. Und ansonsten machen wir weiter mit Herrn Detlef Bomhardt. Herr Detlef Bomhardt, ist er da? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich fragen, Herr Jens Kolb. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Jens Kolb und ich habe einen Sohn, der geht auf die Kulturwerkschule und die plant aktuell in Pieschen den Neubau. Und jetzt ist es so, dass die, also ich weiß, dass die Stadt Dresden da schon einen großen Teil dazugegeben hat zu diesem Neubau, aber es fehlen aktuell noch so 3 bis 4 Millionen. Und jetzt ist es ein allgemeines Problem, zumindest für diese ganzen Schulen, diese Projekte oder irgendwelche Sanierungen geplant haben. Nur bin ich in diesem Fall halt involviert, weil mein Sohn halt da drauf geht. Und ich finde das irgendwo schade, dass es eben bei sowas klemmt, gerade so eine Kulturwerkschule, die ja für Dresden, denke ich mal, einen gewissen Wert hätte und auch die Zukunft für unsere Kinder eigentlich sehr wichtig ist. Und des Weiteren finde ich diese Verhältnismäßigkeit, ein neues Rathaus zu bauen. Ich glaube, da liegt der Preis so bei 600 Millionen, der da veranschlagt ist. Und auf der anderen Seite, bei solchen Schulneubauten, die Leute da oder die das Projekt dann vorantreiben, die wirklich engagiert sind, diese Schule zu bauen und den Kindern was zu bieten, da in gewisser Weise hängen gelassen werden, beziehungsweise ja, diese Verhältnismäßigkeit in meinen Augen da nie gegeben ist. Und jetzt ist meine Frage, wie wird jetzt aktuell in naher Zukunft auf sowas reagiert? Werden da vielleicht doch Gelder bereitgestellt, um solche Schulneubauten bzw. Projekte für Schulen oder Sanierung halt zu fördern? Und wie ist dann langfristig, wie soll damit umgegangen werden? Oder ist es in Ihren Augen die Verhältnismäßigkeit gegeben, dass man für ein Rathaus so viel Geld ausgibt, aber für die Bildung halt so wenig investiert wird? Und ja, ich denke, das ist die falsche Entwicklung, weil ja das die Zukunft für uns ist, für Dresden und für unsere zukünftigen Generationen. Also, ich hoffe nicht, dass wir 600 Millionen ausgeben für das Verwaltungszentrum. Das ist deutlich günstiger. Aber am Ende ist es immer eine Prioritätenfrage, auch eine Prioritätenfrage, wie wir wertschätzen und Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses und der Stadtverwaltung anbieten. Und wir müssen auch aus einigen Objekten raus, die eben uns abgekündigt werden. Also insoweit stehen da Herausforderungen an. Aber die bildungspolitische Frage wollen wir gerne beantworten. Und das übernimmt der Bildungsbürgermeister Herr Donhauser. Ja, sehr geehrter Herr Kolb, der Oberbürgermeister hat es gerade gesagt, also 600 Millionen sind für das Rathaus nicht veranschlagt. Ich glaube, da hätte auch niemand hier im Rat mitgemacht. Es sind zurzeit veranschlagt 116 Millionen, um das nochmal in die Relation zu bringen. Im Gegensatz dazu will ich nochmal deutlich sagen, auch dank der Verwaltung und auch dank des Stadtrates hat Bildung eine der höchsten Prioritäten hier in der Landeshauptstadt Dresden. Wenn wir uns vergleichen würden mit anderen
großen Städten in Deutschland ist das, glaube ich, beispielhaft. Wir haben in den letzten Jahren von 2015 bis 2022 alleine 800 Millionen Euro verausgabt und wirklich tolle Schulen bauen können. Das sage ich auch deshalb, weil das Amt für Schulen, vormals Schulverwaltungsamt, durchaus in der Lage ist, so ein hohes Investitionsvolumen, was im Haushalt veranschlagt wird, auch umzusetzen. Gleichwohl haben wir vor, in Dresden vorbehaltlich dessen, was Verwaltung bzw. Stadtrat für die nächsten Jahre beschließen wird, dieses hohe Budget auch für andere Schulen fortzusetzen. Ich hatte ja in einer Wortmeldung im vorletzten Stadtrat gesagt, dass wir derzeit planen, bis 2032 alle Schulen so hergerichtet zu haben, dass wir dann in einen Regelsanierungszyklus einsteigen können, wo es schon noch große Anstrengungen bedarf, was die Mittel angeht, ganz speziell was die Kulturwerkschule angeht. Das ist mir übrigens sehr gut bekannt, Herr Dr. Hecht, der auch schon bei mir am Tisch gesessen hat, ist in der Tat so, wie Sie dargestellt haben. Wir konnten aus dem Förderprogramm des Freistaates kreisfreie Städte 5 Millionen Euro dort zur Verfügung stellen, was die Unterstützung der Kulturwerkschule angeht, und sind natürlich bereit, aus dem eigenen Etat können wir das nicht fördern. Es geht nur über Fördermittel des Freistaates oder des Bundes, aber sind natürlich auch weiterhin bereit, dort mitzuhelfen, wenn es um bestimmte Sachen geht, wo man Türen öffnen kann, beziehungsweise wo man auch anders unterstützen kann, um dort die Kulturwerkschule, die ich übrigens ein tolles Schulkonzept finde, auch weiter unterstützen zu können. Des Weiteren haben wir ja nicht nur Bildung im Bereich Schule in Dresden, sondern Bildung fängt ja für uns im Bereich des in der Kinderkrippe bzw. Kindergarten an. Auch da darf ich sagen, auch dank von denen, die hier im Saal sitzen, Verwaltung und Stadtrat, haben wir ein System aufgebaut in Dresden, wo wir nicht nur den Rechtsanspruch absichern konnten, dass jeder auch einen Kita-Platz bekommt, der einen braucht in Dresden, sondern denke ich, dass wir auch qualitativ gut unterwegs sind. Ein herausragendes Beispiel deutschlandweit einmalig ist unsere Bildungsstrategie, die wir auch weiter fortsetzen werden und wo wir uns auch erhoffen, was die Qualitätsentwicklung angeht, da kann ich jetzt schon ankündigen, werden wir die Fortschreibung der Bildungsstrategie einbringen, weiter vorankommen. Und letzter Abschnitt, wir wollen uns natürlich im Schulbereich nicht nur aufs Bauen beschränken, sondern da auch inhaltlich weiter vorangehen, wo wir uns beworben haben und auch mitbeteiligt sind, dass wir als Modellkommune Bildung für nachhaltige Entwicklung uns weiter aufstellen wollen, wo Themen eben wie sorgsame oder nachhaltige Umgänge mit unseren kostbaren Ressourcen eine wichtige Rolle spielen werden. Digitalisierung gibt es ja dann nochmal eine Frage, natürlich die Themen Migration, Inklusion, Unterstützung von Schulen in herausgeforderten Stadtteilen und nicht zuletzt wollen wir natürlich auch, wenn der Freistaat die Lehrkräfte stellt, dort attraktive Arbeitsplätze bzw. Bedingungen schaffen. Zum Schluss würde ich auch vorschlagen, grüßen Sie herzlich Herrn Dr. Hecht, Sie können auch beide noch mal kommen, dass wir noch mal über die Situation reden und noch mal ausloten, wo wir helfen können. Okay. Danke. Als nächstes darf ich aufrufen Frau Monika Hasch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Monika Hasch, bin aus Weixdorf, wohne seit 1954 dort und meine Frage geht um einen Schandfleck in Weixdorf, mitten im Ort. Und zwar habe ich da mir was, meine Frage betrifft das alte Erb-, Brau- und Schenkgut in Lausa, heute Weixdorf. Es befindet sich direkt an der Königsbrücker Landstraße, einer sehr viel befahrenen Hauptverkehrsstraße. Dieses Gebäude wurde bereits 1387 als Hof genannt und gehörte seit dem 16. Jahrhundert zu den größten Gutshöfen des Dorfes. Die erste Schenke befand sich auf dem Areal des heutigen Saales, um den es bei meiner Frage geht. Die älteren Weixdorfer Bewohner haben diesen Saal mit Bühne und Galerie noch in guter Erinnerung.
Ich selbst war dort sehr oft zu Gast. Es wurden Sportveranstaltungen, Faschingsfeiern, Tanzveranstaltungen mehrmals im Jahr, Jugendweihe und Schuleinführungsfeiern durchgeführt. Ich wohne in der Nähe und fahre öfter wöchentlich an dem verfallenen Gebäude vorbei. Das Dach wurde vor mehreren Jahren abgenommen. Gefahr für Fußgänger und eine Bushaltestelle befindet sich davor. Alles ist mit Brettern vernagelt. Das Gebäude hat schöne, große, alte Bogenfenster, sind aber nicht mehr zu sehen. Unmittelbar daneben ist die Kirchgasse und der Eingang zur altehrwürdigen Pastor-Roller-Kirche. Der Pfarrer Samuel David Roller war mit der Familie des Wilhelm von Kügelchen befreundet und hat mit ihm zusammen dort gelebt, ihn unterrichtet und konfirmiert. Das Buch Jugenderinnerungen eines alten Mannes von Wilhelm von Kügelchen erzählt von der Gegend. Der Pfarrer ist auf dem zur Kirche gehörenden Kirchhof begraben. Das gesamte Ensemble ist meiner Meinung nach sehr erhaltenswert. In Dresden sind sehr viele schöne alte Gebäude saniert und auch neu nach altem Baustil wiedererstanden. Da auch Weixdorf zu Dresden gehört, wäre es toll, wenn wir Alten das noch erleben, dass unsere folgenden Generationen einmal wieder das Tanzbein dort schwingen könnten und die alten Geschichten vor Ort erlebbar wären. Ja, vielen Dank, Frau Hasch, für die Frage. Die würde jetzt, weil es ja sich um Kulturdenkmal handelt, die Kulturbürgermeisterin beantworten. Die wird aber heute vertreten durch Frau Dr. Kaufmann als Sozialbürgermeisterin. Deswegen würde ich Sie um die Beantwortung bitten. Ja, sehr geehrte Frau Rasch, es ist richtig, dass der Gasthof Lauser in Dresden-Weixdorf mit seinem späteren Saalanbau auf der Liste der Kulturdenkmale Sachsens geführt wird. Auf dem benachbarten Grundstück gehören das Hinterhaus mit dem ehemaligen Stall und die Scheune ebenfalls zum Denkmalensemble. Das alte Erb, Brau und Schenkgut ist ein Gasthof mit Fachwerk im Obergeschoss und Satteldach. Östlich schließt sich der Saalanbau mit dem Mittelrisalit und dem Dreiecksgiebel an. Das Hinterhaus ist verbrettert, wie Sie dargestellt haben, und weist ein Krüppelwalmdach auf. Die Scheune ist aus Bruchsteinmauerwerk errichtet und hat im Giebel einen Oculus und drei Rundbogenfenster. Es handelt sich gemeinsam mit der nahegelegenen Kirche, mit ihrem Kirchhof, Pfarrhaus und der Scheune um den markantesten Gebäudekomplex von Lauser und bildet den historischen Kern des Ortes. Das Ensemble ist mit seinem Einzeldenkmalen Bau und ortsgeschichtlich bedeutend. Sie sehen anhand der Beschreibung, dass wir durchaus auch als Stadt für dieses Objekt und das Ensemble brennen. Aber in den 1990er Jahren hat sich zunächst ein ortsansässiger Verein um den Erhalt des Ballsaals bemüht. 2005 indes erwarb eine Privatperson das Gebäudeensemble und erhielt eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung für die Sanierung des Ballsaales, welche jedoch nicht umgesetzt wurde. 2015 musste, und auch das haben Sie erwähnt, das Saaldach zur Herstellung von Ordnung und Sicherheit zurückgebaut, sprich abgerissen werden. Im Winter 2020 hat schließlich ein zweiter Eigentümerwechsel stattgefunden. Im Februar 2022 diesen Jahres damit ein weiterer dritter. Mit ersten Konzeptideen für die Entwicklung des Gebäudeensembles zum privaten Wohnen sind die Planer des derzeitigen Eigentümers auf das Amt für Kultur- und Denkmalschutz und das Stadtplanungsamt zugegangen. Aus Sicht der Abteilung Denkmalschutz und Denkmalpflege ist die Sanierung der zum Gasthof gehörenden Gebäude unbedingt wünschenswert. Im Grundsatz steht der Wohnnutzung des Ballsaales und der rückwärtigen Gebäude nichts im Wege. In der Umsetzung muss allerdings darauf geachtet werden, dass sowohl die Bausubstanz als auch das Erscheinungsbild bei der Sanierung weitestgehend erhalten bleiben, beziehungsweise dass ein denkmalgerechter Umgang damit gefunden wird. Der erste Vorentwurf indes des dritten Eigentümers musste sowohl aus denkmalschutzrechtlicher als auch aus
statt planerischer Sicht abgelehnt werden. Derzeit wartet damit die Stadtverwaltung aktuell auf überarbeitete Konzeptvorschläge des neuen Eigentümers, aber ein Tanzen wird in Zukunft in diesem Ensemble nicht mehr möglich sein. Dank. Als nächstes darf ich nach vorne bitten, Herr Dr. Holger Kahnt. Ist er da? Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, verehrte Gäste. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mich im Rahmen der Einwohnerfragestunde in die heutige Stadtratssitzung eingeladen haben. Mein Name ist Holger Kahnt, ich lebe seit meinem Studium seit mehr als 40 Jahren in Dresden und ich möchte heute zu Ihnen sprechen, nicht nur für mich, sondern auch im Namen der Bürgerinitiative Wäldchen am Holunderweg, und auch im Namen des Stadtgärten e.V., dessen Mitglied ich bin und der federführend ein Konzept für die im Anschluss dargestellte Problematik erstellt hat. Es geht in meiner Frage um das Wäldchen am Holunderweg. Das Wäldchen liegt zwischen der Stauffenbergallee in etwa der Höhe der Zufahrt zur Landesdirektion und der Jägerstraße, also in der Albertstadt in Dresden. Nach diesen einleitenden Worten beginne ich jetzt mit dem Vortragen meiner eingereichten Frage. Und Sie sehen, auf dem Bild ist das Wäldchen noch dargestellt, so wie es einmal war. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Hauptfrage lautet, was wollen Sie tun, gerade in Anbetracht des von Ihnen propagierten Engagements für grüne Flächen, für lebendige Stadtteile, um den urbanen Wald im Stadtgebiet von Dresden zu schützen? Hintergrund dieser Frage ist folgender. Kürzlich wurde ein Wäldchen, bestehend aus ca. 200 Laubbäumen, teilweise bis zu 100 Jahren alt, am Holunderweg zwischen Stauffenbergallee und Jägerstraße durch den privaten Eigentümer Dresdner Grundvermögen GmbH und Co. KG mit dem Geschäftsführer Herrn Oertel komplett ohne Ausnahme abgeholzt. Und ich will Ihnen kurz einen visuellen Eindruck vermitteln, damit Sie sich auch selber ein Bild machen können. Dies betraf bei fortgeschrittenen Fellarbeiten auch Bäume, die vom Umweltamt markiert wurden wegen ihrer Nisthöhlen für Vögel und Fledermäuse. Möglich war dies, weil die als Wald ausgewiesene Fläche in der Größe von 1,2 Hektar, also 12.000 Quadratmeter, auch wenn sie mitten im Stadtgebiet liegt, unter das Sächsische Waldgesetz mit Zuständigkeit der unteren Forstbehörde fällt und Waldflächen bis zu einer Größe von 2 Hektar ohne Genehmigung abgeholzt werden dürfen. Da alle Bäume auch unmittelbar über dem Waldboden abgesägt wurden, wurde nicht nur ein Erholungsraum mit seiner Schutzfunktion gegen Feinstaub und Verkehrslärm zerstört, Sie alle wissen, dass die Stauffenbergallee eine sehr stark befahrene Straße ist, sondern auch die wichtige ökologische Funktion dieser dauerhaften Grünverbindung zwischen den FFH-Gebieten Priesnitzgrund, Dresdner Heide und den Elbwiesen. Der Eigentümer stellt diesen Kahlhieb als Maßnahme der Verkehrssicherungspflicht und Waldpflege dar. Der Hochwald wäre auf Stock gesetzt und wird ohne weiteren forstbotanischen Eingriff im Wildwuchs sich selbst überlassen. Nachzulesen ist das in der DNN vom 12. Januar bzw. der Wochenendausgabe vom 5. und 6. Februar diesen Jahres. Bei dieser Vorgehensweise ist eher die Absicht einer bauwirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks zu vermuten, zumal der angrenzende Kleingartenverein Holunderweg e.V.
vom selben Eigentümer eine Teilkündigung des Pachtvertrages erhalten hat. Ich zeige mal auf dem nächsten Bild, wie die räumliche Lage ist. Man sieht die beiden grünen Gebiete. Das linke Gebiet existiert weiter, aber das rechte grüne Gebiet, das hellgrüne Gebiet und die orange gefärbte Fläche und der Kleingartenverein, der ockerfarben ist, sind also im Eigentum des Dresdner Grundvermögen, der Dresdner Grundvermögen GmbH. Es geht also bei dieser Frage in letzter Konsequenz auch um die Erhaltung des Kleingartenvereins am Holunderweg. Es war möglich, also drei Unterfragen zu stellen und da gibt es die Unterfrage 1. Welches Konzept wollen Sie verfolgen, um Abholzungen von in privatem Besitz befindlichen Wäldchen in anderen innerstädtischen Gebieten zu verhindern, deren mögliches Ziel darin liegt, Wald in Bauland umzumitteln und wirtschaftliche Privatinteressen über das Allgemeinwohl zu stellen? Die zweite Unterfrage, engagieren Sie sich für eine Unterschutzstellung der Waldfläche am Holunderweg und die Wiederherstellung seiner Funktion als Wald, und zwar als Hochwald, nicht als Gestrüpp und Niederwald. Unterstützen Sie den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grüne A0314/22 mit dem Ergänzungsantrag der Fraktion der Dissidenten zum Erwerb des Grundstücks durch die Stadt Dresden bzw. zur Verpflichtung des Eigentümers zur Wiederherstellung eines naturhohen Hochwaldes. Und die Unterfrage 3, unterstützen Sie die Zusammenarbeit der städtischen Verwaltungsstrukturen mit der Bürgerinitiative Waldschlösschen am Holunderweg, des Stadtgärten e.V.s und des Kleingartenvereins Holunderweg e.V. zur Wiederaufforstung und Wiederherstellung des Erholungsraums in seiner Wohn- und Lebensqualität. Und ganz zum Schluss würde ich noch mal ein Bild nachschieben wollen, weil der Eigentümer immer wieder sagt, er hätte nur Kranke und fellwürdige, nicht vitale Bäume gefällt. Wenn Sie die Bilder sehen, glaube ich, können Sie sich selbst ein eigenes Bild machen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Die Beantwortung Ihrer Frage übernimmt Frau Bürgermeisterin Jenichen. Sehr geehrter Herr Dr. Kahnt, es ist uns sehr wichtig, diese Waldinseln in der Stadt zu erhalten, wegen des Klimawandels und auch wegen der Erholungsfunktion und zur Stärkung der Natur. Bei Flächen, die nicht im Eigentum der Stadt stehen, sind wir natürlich auf die gesetzlichen Möglichkeiten angewiesen, die Sie schon dargestellt haben, oder auf Kooperationen mit den Eigentümern oder auf den Erwerb der Flächen. Und deshalb ist die Frage des Erwerbs hier eine wichtige und wir würden diese Flächen wie auch die angrenzende Kleingartensparte gern erwerben, wenn uns der Stadtrat den Auftrag gibt und der Eigentümer das verkaufen will. Wir setzen uns aber als Stadtverwaltung auch für eine Verbesserung des Schutzes solcher kleiner urbaner Waldinseln im urbanen Raum ein, denn hier trifft der Maßstab des Sächsischen Waldgesetzes einfach nicht zu, wo im großflächigen Wald natürlich so ein Kahlhieb jetzt was ganz anderes wäre als bei so einer Waldinsel, die er leider total getroffen hat. Wie die Situation ist in § 19 Sächsisches Waldgesetz, haben Sie schon dargestellt. Das muss ich jetzt nicht noch mal erzählen. Das von Ihnen skizzierte Szenario oder die Befürchtung, dass es hier eine Umwandlung in ein Bauland geben würde, ist aber so nicht zu erreichen. Das bedürfte der Zustimmung der unteren Forstbehörde, unabhängig von der Größe, und die wird es hier nicht geben. Im Übrigen ist auch so ein Antrag nicht gestellt worden. Eine Nutzungsänderung könnte nur durch ein Waldumwandlungsverfahren erreichen. Wie gesagt, wir streben das nicht an und es gibt auch nicht so einen Antrag und auch kein sonstiges Baurecht. Da müssten Sie keine Sorge haben. Ja, wir möchten uns für eine Unterschutzstellung engagieren. Die Frage ist, wie das gehen kann. Das Gesetz kennt zwei Möglichkeiten. Das eine ist eine Festschreibung als Schutzwald zum Schutz der benachbarten Stadtteile. Aus Klimawandelanpassungsgründen ist das nicht explizit im Gesetz vorgesehen, aber wir würden jetzt
prüfen und prüfen gerade, ob wir da eine Möglichkeit haben. Die andere Möglichkeit ist eine Unterschutzstellung nach naturschutzrechtlichen Maßstäben, was ja auch im Wald geht. Das ist nach dieser Abholzungsaktion schwieriger geworden, weil ja die Situation sich verschlechtert hat. Und wir könnten zwar so einen Wald naturschutzwürdig entwickeln, aber im Moment ist das nicht geschehen. Wir schreiben Ihnen das mit dem Paragraphen in die schriftliche Antwort, die Sie haben wollen, nochmal ganz genau rein. Ich wollte das jetzt nicht so ausführlich vortragen. Von den Gründen werden wir den Stadtrat auf jeden Fall informieren, von dem Ergebnis der Prüfung. Unabhängig davon halten wir alle städtischen Waldflächen für erhaltenswert. Das wird ja auch im Landschafts- und Flächennutzungsplan dokumentiert. Ich präferiere also, wie gesagt, den Ankauf der Flächen. Sehr gerne möchten wir mit allen zusammenarbeiten, die den Walderhalt an diesem Standort und das Gärtnern befürworten wollen. Wir tun das ja an anderen Stellen auch als Umweltverwaltung. Das kann natürlich nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmung oder durch den Erwerb oder mit dem Einverständnis des Eigentümers verfolgen. Und wir würden uns da freuen, wenn wir den Auftrag vom Stadtrat bekommen, so vorzugehen. Und jetzt zum Schluss wollte ich noch sagen, ich habe versprochen, dass wir das auch begleiten als Forstbehörde, diesen Zustand. Denn der Eigentümer ist ja verpflichtet, den Wald als Wald zu erhalten. Und jetzt bitte mal mein Bild einblenden, da sehen Sie es schon. Die Forstbehörde ist in den letzten Tagen vor Ort gewesen. Und was Sie jetzt sehen, ist der Zustand jetzt im Moment. Der abgesägte Wald schlägt wieder auf. Es kommt also zu einer natürlichen Regeneration. Und der Waldeigentümer ist verpflichtet, das auch zu dulden, und darauf werden wir ihn auch hinweisen. Der Wald bleibt Wald. Herr Dr. Kahn, wir hören Sie nicht, genau. Frau Jenigen, da würde ich trotzdem, warten Sie mal jetzt, da würde ich gerne noch trotzdem eine Ergänzung oder eine parallele Vorgehensweise vorschlagen, weil der Wald, so wie ist es jetzt günstig fotografiert, man kriegt ja hier den Eindruck, dass das meterhohe Bäume sind. Aber am Ende reden wir da über vielleicht 30, 40, 50 Zentimeter. Und das war früher ein Hochwald. Der bestand also auch aus Eichen und aus Buchen und nicht nur aus Robinien. Und die Eichen und die Buchen auf Stock gesetzt, das funktioniert nie. Und für meine Begriffe liegt ja die Forstaufsicht bei der unteren Forstbehörde und damit bei der Stadt Dresden. Und dann müsste doch eigentlich die Rechtmäßigkeit der durchgeführten Fellarbeiten geprüft werden, weil das, was dort getan wird, ist kein Aufstocksetzen. Und es ist auch keine Verkehrssicherungspflicht, weil der ganze Wald abgeholzt worden ist und das, der einzige Verkehrsweg, der sich im Wald befunden hat, ist aber der Weg, der an der Gartensparte entlang geht. Wenn man also dort einen Streifen geschlagen hätte, dann wäre das Verkehrssicherungspflicht. Aber da 100 Meter weiter immer noch vom Weg entfernt, alles ausnahmslos wegzurasieren, tut mir leid. Das, und jetzt ist meine Frage, und es gibt, ich will die Zeit nicht sprengen, es gibt noch mehr solche Punkte, die sind eigentlich gut in den Anträgen auch der Dissidenten und ihren gemeinsamen Antrag untergebracht. Aber die Forstbehörde, nach meinem Verständnis, muss dort die Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens prüfen. Und vielleicht auch den, weil der Eigentümer lässt das jetzt so stehen. Und dann haben wir keinen Hochwald und keine Abschirmung durch Stauffenbergallee. Es bleibt Gestrüpp, weil es gibt ein anderes Grundstück in der Nähe. Das ist alle 10 Jahre, wird das, sage ich mal, Gestrüpp weggemacht. Und dann entsteht wieder ein Buschwerk, das ist maximal kopfhoch. Aber es geht ja darum, diesen Wald als Hochwald in seiner Erholungsform, in seiner Klimaform wieder zu regenerieren. Ich würde Ihnen vorschlagen, wir machen mit der Forstbehörde noch mal einen Termin vor Ort und gucken uns zusammen die Situation jetzt an. Ne? Also ist das sozusagen was sich natürlich entwickeln kann? Dadurch würde ja ein sehr resilienter Wald entstehen. Oder sind das jetzt die üblichen Robinien, die quasi die Situation verändern? Ich wollte Ihnen nur den Status quo jetzt auch einfach nicht verheimlichen und das mit der Botschaft verbinden, bald bleibt bald und wird kein Bauland. Ich danke Ihnen. So, als nächstes ist ein alter Bekannter aus unserem Hause, Herr Norbert Engemeier. Ist nicht da? Okay. Dann komme ich zum nächsten, Herr Jörg Tümmel. Ist Herr Jörg Tümmel da?
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie sich vielleicht erinnern, wurde Anfang 2020 eine epidemische Notlage nationaler Tragweite ausgerufen und im Zuge dessen wurden sehr viele Zahlen generiert mit sehr vielen auch teuren Tests. Aber was ich von Anfang an vermisst habe, waren repräsentative Stichproben mit einem standardisierten Verfahren. Deshalb meine Frage an Sie, sollte so eine oder eine ähnliche Situation wieder auftreten, planen Sie dann repräsentative Stichproben zur Beurteilung der Lage und der Entwicklung? Die Beantwortung übernimmt Frau Dr. Kaufmann. Ja, vielen Dank, Herr Tümmler, für Ihre Anfrage. Die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite ist ein Begriff aus dem Infektionsschutzgesetz. Sie wird nach Feststellung durch den Bundestag bundesweit zur Anwendung gebracht und ermächtigt vornehmlich das Bundesministerium für Gesundheit zum Erlass von speziell auf die Situation ausgerichteten Rechtsverordnungen. Wie Sie zu Recht gesagt haben, gibt es seit dem 25.03.2020 diese epidemische Lage von nationaler Tragweite. Der Bundestag hat fünfmal, das letzte Mal am 25.08. anerkannt, dass es diese Notlage gibt. Seit dem 25.11. und damit exakt 3 Monate später ist sie ausgelaufen im Jahr 2021. Unabhängig davon können die Länder nach Feststellung einer konkreten Gefährdung durch das Landesparlament und damit hier in Sachsen dem Sächsischen Landtag Schutzmaßnahmen in definierten Rahmen festlegen. Hier jedoch gibt es eine klare Begrenzung auf den SARS-CoV-2-Erreger. Die Gesundheitsämter und damit auch das Amt für Gesundheit und Prävention neben den 380 anderen Gesundheitsämtern Deutschlands liefern Daten zu Infektionserkrankungen nach den Referenzdefinitionen des Robert-Koch-Institutes an selbiges regelmäßig, so zum Beispiel mittels PCR-Tests positiv getestete Personen in Bezug auf eine SARS-CoV-2-Infektion. Ziel ist es, die 7-Tages-Inzidenz damit bestimmen zu können. Die Aggregation und die Bewertung der Daten jedoch obliegt dann dem Bund im Rahmen der Bewertung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Hier sind kommunal keine weitergehenden Aussagen möglich. Insofern planen wir auf kommunaler Ebene auch keine repräsentativen Analysen. Vielen Dank. So, und dann kämen wir als nächstes zu Frau Claudia Mehrbach. Ist Frau Claudia Mehrbach da? Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, ich habe 2 Fragen an den Stadtrat gestellt oder an die Stadtverwaltung. Eine kurze Vorbemerkung. In den vergangenen über 2 Jahren hat sich durch die Corona-Politik die politische Spaltung der Dresdner Stadtgesellschaft wie überall im Land weiter vertieft und scheint zum Teil unüberbrückbar zu sein. Das gab es zwar auch schon in der Vergangenheit, zum Beispiel beim Thema Migration oder auch bei dem spezifischen Dresdner Thema Waldschlösschenbrücke, mit dem Unterschied aber, dass es von der Stadtverwaltung immer wieder Angebote für Bürgerdialoge gab. Diese Angebote habe ich in den letzten Jahren vermisst und deshalb frage ich Sie, planen Sie das bewährte Format Runder Tisch für Bürger, die einen Dialog mit anderen Bürgern als auch mit Stadtpolitikern mit gegensätzlichen politischen Meinungen, vor allem zu Corona-Maßnahmen und Impfpflicht der gesundheitsbezogenen der Impfpflicht für das Gesundheitswesen jetzt zum Beispiel aktuell, aber auch zu anderen Themenwünschen, analog zum Beispiel der Veranstaltung im Kongresscenter in Dresden im Jahr 2015 mit dem Ziel, die Versöhnung der Bürger unserer Stadt in Gang zu setzen.
Und zweite Frage, wird es wieder Bürgerversammlungen zu den genannten Themenkomplexen sowie zu anderen strittigen Themen wie 2015, 2016 geben? Die Beantwortung übernimmt Frau Bürgermeisterin Dr. Kaufmann. Bürgerversammlungen wird es immer geben, wenn es kommunale Thematiken sind. Hier sind wir aber Ausführungsorgan von Landes- und Bundesgesetzen. Aber bitte schön, Frau Dr. Kaufmann. Ja, vielen Dank, Frau Meerbach, für Ihre Anfrage, die in eine ganz ähnliche Richtung geht, wie jene von Herrn Tümmler, und Helbert hat es bereits ausgeführt. Ich denke, die Corona-Pandemie, und das haben Sie richtig festgestellt, mit all ihren gesellschaftlichen und sozialen Folgen ist ohne Frage eine ganz besondere Herausforderung für Deutschland, für Sachsen und natürlich auch für Dresden gewesen. Gleichwohl unterscheidet sich dieses noch nie dagewesene Ereignis von jenen, die Sie in Ihrer Anfrage an uns beschrieben haben. Der Diskurs beispielsweise um Migration oder das Für und Wider zur Waldschlösschenbrücke. So ist eine gesundheitliche Krisensituation eben leider kein Thema, das einer städtischen Planung zugänglich wäre. Die Situation, in der wir uns befanden, erforderte sehr schnelles Handeln zur Aufrechterhaltung des Gesundheitsschutzes. Den Spielraum, den die kommunale Ebene und damit auch die Landeshauptstadt Dresden an dieser Stelle hatte und auch weiterhin haben wird, ist denkbar eng, weil wir hier ausschließlich auf Basis von Bundes- und Landesgesetzgebungen und Vorgaben handeln und agieren. Die Landeshauptstadt Dresden ist bemüht, im gesetzlichen Rahmen und unter Beachtung der örtlichen Verhältnisse mit Maß und Mitte zu agieren und war es auch in den vergangenen Wochen und Monaten. Anders als bei einem Bürgerdialog üblich, ist hier die Gestaltungskraft auf kommunaler Ebene aber so begrenzt, dass sich diese Foren für dieses Thema nicht empfehlen. Andererseits oder damit würden wir, denke ich, Gefahr laufen, gegenseitige Erwartungshaltungen zu schüren, die dann schlichtweg nicht bedient werden können, weil wir uns einfach in gesetzlichen Rahmungen auch bewegen. Vor diesem Hintergrund bitte ich damit auch um Ihr Verständnis, dass diesbezügliche Formate nicht zu dieser Thematik geplant sein können. Die Dresdner Stadtgesellschaft hat sich, denke ich, aber dennoch in der Zeit der Pandemie solidarisch gezeigt und wird dies, so ist mein persönlicher Eindruck, auch weiterhin tun. Und genau dieses solidarische Miteinander ist das beste Mittel, um einer Spaltung entgegenzuwirken. Und wir werden Bürgerdialoge ganz sicher auch in der Zukunft in der Stadt abhalten, nämlich zu Themen, die wir als Stadtverwaltung gemeinsam mit der Bürgerschaft und der Politik hier in der Stadt Dresden gemeinsam gestalten können. Danke. Gibt es da schon irgendwie Termine oder ist da schon was konkret geplant? Also wollen Sie runde Tische zum Thema, Corona, wie ich es ausgeführt habe, Frau Meerbach, wird es keine runden Tische geben, weil diese Themen obliegen nicht der Gestaltungsmacht der Kommune. Zu anderen Themen, die ich jetzt nicht vor Augen habe, werden wir selbstverständlich, wenn der Bedarf gegeben ist, runde Tische durchführen, und zwar zu Themen, die wir hier gemeinsam in der Bürgerschaft Dresdens gestalten und begleiten können. Wie sieht es mit Bürgerversammlungen aus? Wir werden auch keine Bürgerversammlungen zum Thema Corona in der Zukunft abhalten, weil hier gibt es keinen Gestaltungsspielraum für die Kommune. Vielen Dank. So, und ich darf noch mal der Form halber fragen, ist Frau Annette Petri da? Ich glaube, die dürfte sich entschuldigt haben, deswegen auch wollte sie aufgerufen haben. Damit sind wir durch die mündlichen Fragen durch. Wie gesagt, alle bekommen es auch nochmal schriftlich beantwortet. Und damit beende ich an dieser Stelle
die Einwohnerfragestunde unter Tagesordnungspunkt 3, oder 2 besser gesagt.